zu einem neuen Test von mir. Heute, frisch einen Tag nach dem gestrigen Unboxing, die Thunder Cube von Leslie. Ein kubischer Kanonenschlag, dieses Jahr eine Neuheit, 2014-2015. Drei Stück in einer Packung, insgesamt nach Herstellerangabe eine NEM von 11,7 Gramm. Auf der Seite von Röder kosten sie knapp 2 Euro, um genau zu sein 1,95. Drei Stück in einer Packung kommt ungefähr auf eine NEM von 4 Gramm pro kubischen Kanoneneinschlag. Ich bin gespannt, ob sie gut sind. Wünsche euch viel Spaß beim Test. So, jetzt gibt es zu sehen den Thunder Cube von Leslie Feuerwerk, eine Neuheit 2014-2015. Hier einzeln getestet und dann in einem anderen Video auch gegen andere aktuelle kubische Kanonenschläge. Okay. So, und noch einen zweiten. Wow, der zweite deutlich besser als der erste. Abschließend noch ein kurzes Fazit. Die Thunder Cubes sind schön verarbeitet, schauen auch gut aus mit dem Papier, außenrum mit dem farbigen. Das ist aber auch schon das Einzige, was wirklich überragend ist oder gut, weil ich finde einfach, dass sie nicht viel besser sind als alle anderen, heben sich nicht ab. Also da kann man auch wirklich zu den altbewährten Lidl Kubis greifen oder zu den Nico kubischen Kanonenschlägen. Ein Test gegenüber den anderen kubischen Kanonenschlägen wird folgen, dann werdet ihr auch sehen, wie ihr dort abschneidet. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Video.